Ja, sehr gut. Unkontrollierbar war das. Ich konnte nicht steuern mit 5 FPS. Und jetzt fehlt mir mein Motorrad. Hier. Was? Der Bi. Nee, kein Bock. So ist nicht ohne Spiele. Ach komm schon. Steuere doch einfach mal so, wie ich will. Lol. Okay, okay. Ich komme hier durch diesen Dschungel. Das ist unmöglich. So, jetzt. Jetzt hoffentlich ein bisschen. Oh, shit. Hab ich jetzt gerade... Oh nein. Sah so aus, als hätte ich den Ast abgefahren. Komm schon. Es ist hier also gigantisch. So, wir sind hier am Strand. Oder so. Nicht ganz. Aber hier unten ist eine Militärbasis. Da gehen wir hin. Und wir stürzen wieder schwer. Wow. Oh Gott, oh Gott. Das war ein Sprung. So, ups. Oh. Nicht absteigen. Yeah. Das erinnert mich an Rambo oder so. Genau, wenn es zu schnell wird oder so, muss das Bremse ein bisschen blöd machen. Schade, schade, schade. Das wäre sehr schön gewesen. So. Hallo, Basis. Boah, diese Reichweite. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Na, ist hier was? Natürlich nichts. Okay, machen wir wieder ein bisschen Action. Wo war das jetzt? Hier. So, komm. Now you're gonna be sorry. Lol, das bringt's ja gar nicht, wenn man hier Geld einführt, wenn man immer die ganze Zeit Geld bekommt. So. Das ist doch mal Action. Attack, attack, attack. Super Bäume, okay. Irgendwie verstehe ich das Zerstörungssystem nicht ganz. So. Wahrscheinlich kann man nur das, was rot ist, zerstören. Sonst müssen wir das, was rot ist, zerstören. So. Okay, move in. We got him. Okay. Eine unbesiegbare Glühbirne. Haben wir jetzt 1000. Haben wir kein Geld mehr bekommen oder was? Oder
war das einfach wegen der Einzahl. Okay, dann bekommen wir doch nichts durch Zerstörung. Schade. Kommt da wirklich nichts zerstören? Ist mehr. Den auch nicht. Schade, schade. Das hätte so Potenzial. Ist irgendwo irgendwas? Wir brauchen etwas Besseres. So. Okay. Jetzt düsen wir mal ein bisschen hier durch die. Was ist das? Dschungel? Savanne? Irgendwas Mischmasch. Okay, eine Autobahn. Mit in der Pampa. Hä? Irgendwo müssen wir hier hochkommen. Irgendwie ist die Physik hier extrem schlecht. Stein war genau in der Leiterrichtung. Das Auto ist ja unkontrollierbar. Wie kommt man jetzt hier auf die Autobahn? Dort oben sieht es gut aus. Aber wie kommt man dort hoch? Blödes Auto. Sei steuerbar. Genau. Ah, du willst Ballett tanzen. Sag es doch. Ich bin ausgestiegen, obwohl ich es nicht gemacht habe. Okay. Salva mia. Das müssen wir jetzt irgendwie umwerfen. Geht doch. Das war mega unlogisch. Aber kommen lassen wir es. So, yeah, wir sind auf der Autobahn. Jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben. Diese Seite sieht es nicht so gut aus. Okay, hier. Und die 150 sind erreicht. So. 70. Yeah. Komm, zeig, was du drauf hast, Sportwagen. Was? Nicht mal 200? Geht's doch. Irgendwie haben die dort etwas Komisches mit dem Sportwagen gemacht. Okay, 1,90 war drin, aber auch nur bergab. 93. Okay, jetzt geht's wieder runter. Schade. Schade, schade, schade. So, gehen wir mal beim Flughafen schauen. Oh, hier gibt es schöne Fliege. Gibt es auch irgendwelche Kunstfliege? Das ist doch mal ein Kunstfliege. Wir geben einfach hier mal ein bisschen Gas. Yeah!
Tup. So, ist doch geil. Also so will ich immer wieder fliegen. Macht richtig Spaß. Ja. Oder so. Bisschen drehen. Ja. Yeah. Da fühlt man sich so frei. Man kann richtig geil fliegen. Also Just Cause 2 ist fürs Fliegen. Also nicht Helikopter fliegen, sondern ganz normal. Richtig gut gemacht. Ich freue mich auf GTA 5, aber dort wird es wahrscheinlich nicht so gut sein. Mich hat im Allgemeinen GTA 5 ein bisschen enttäuscht. Es ist zwar richtig gut, klar, aber wenn man 5 Jahre GTA San Andreas gezockt hat, ist GTA 5 einfach nur noch schrottlangweilig. Man ist zu verwöhnt, oder? Und ja. Just Cause 2 ist jetzt mal ein bisschen anders, ein bisschen. Es macht mir zwar auch nicht ganz so viel Spaß, aber es gibt immer wieder lustige Momente. Oder Momente, da sagt man einfach, what the fuck, oder? Wieso ist das so oder warum? Aber oh, ist das schön. Ich finde die Grafik richtig gut. Vor allem die Sonneneffekte, die Strahlen. Ja, ja, zum Beispiel eben vorher, wo das Spiel abgestürzt ist, weil ich irgendwie eine Taste gedrückt habe, wo das Auto, wo das Feuerwehrauto extrem beschleunigt hat. Keine Ahnung. Ich muss zur Stadt. Irgendwo bei der Stadt ist eine Rennstrecke. Ich will mal ein bisschen bei der Rennstrecke. Das sind meine Skills. Aufstocken. Besser machen. Slash Tape ist cool. Ah, das ist so ein Schädel sein, oder? Was ist das? Leider ist der Flieger extrem langsam. Brauchen ewig, um zur Stadt zu gelangen. Jetzt müssen wir ein bisschen schräg nach drüben. Kann man hier irgendwie etwas machen? Nö. Ist einfach nur ein schneller, wendiger, also wendiger Flieger, nicht schnell. Okay, hier kommt wieder die Bohrinsel. Dort ist der Flughafen. Okay. Wir schauen mal. Racetrack. Okay. Gehen wir zu Racetrack. Wir schauen, ob es Flieger hier gibt beim Airport. Gehen wir zu Racetrack. Ja, yeah, genau, das ist diese Piste. Der stieg erst 20 Sekunden nach dem Aus.